Hallo Freunde und willkommen zurück zu Skyrim. Wir stehen noch hier vor dem Schrein von Azura. Diese Quest haben wir in der letzten Folge abgeschlossen. Und das Wetter steht nicht zum Besten, wie ich sehe. Und deswegen würde ich vorschlagen, dass wir so schnell wie möglich wieder von hier wegkommen. Denn ihr wisst, ich liebe das Wetter. Ich liebe das schöne Wetter, die schönen Landschaften hier in Skyrim. Aber diese Schneelandschaft, da langt das, wenn ich aus dem Fenster schaue. Und da habe ich gar keine Lust drauf. So, jetzt haben wir hier die Qual der Wahl. Wir könnten einmal Ulfric Sturmmantel dabei helfen, Himmelsrand aus der Hand der Kaiserlichen zu befreien. Und dafür sollen wir nach Hjalmarsch reisen. Aber ich habe heute eine andere Idee für euch. Oder vielmehr für mich, denn ich will ja auch immer das machen, worauf ich Lust habe. Und zwar haben wir was ganz Interessantes. Rette Lisbeths Lieferung aus der Tiefenwaldschanze. Und wenn wir schon dabei sind, können wir auch gleich den Anführer der Tiefenwaldschanze töten. So, und das heißt, Moment, jetzt habe ich es aus Versehen weggeklickt. Ich tue das jetzt mal aktivieren und wir schauen uns das Ganze mal auf der Karte an. Das müsste hier weiter im Westen sein. Das ist Hjalmarsch und die Tiefenwaldschanze, die müsste doch auch hier irgendwo sein. Wenn ich mich da nicht täusche, hier sind wir, Moment. Oder noch weiter rüber? Es war doch hier irgendwo, da ist es doch. Wieso ist denn da kein Pfeil angezeigt? Ich habe es doch aktiviert. Du hast diesen Ort noch nicht entdeckt. Markierung platzieren. Schnell nach Volkskücke reisen. Ja, das machen wir mal. Und dann schaue ich mal, wieso da keine Pfeile angezeigt werden. Obwohl ich es aktiviert habe. Und davor tue ich nochmal schnell auf die Uhr schauen. Wann haben wir gestartet? Um 20 nach. Das heißt, bis 40 nach spielen wir jetzt mindestens. So. Er könnte mal ein bisschen schneller laden. Beziehungsweise wir sind auch eine Stufe aufgestiegen. Oha, das Sonnenlicht brennt wieder. So, schauen wir mal gerade. Und da gefällt mir die Welt schon wesentlich besser. Es gibt ja jetzt, habe ich gerade vor wenigen Tagen gelesen, eine interessante Mod für Skyrim, die aus dieser Welt eine Dschungellandschaft macht. Und das auch einigermaßen optisch durchaus ansehnlich. Aber ich weiß nicht. Ich glaube, Skyrim mit Dschungellandschaft wäre etwas seltsam. Aber gut, Freunde. So, ich schaue nochmal auf die Quest. Warum das hier nicht aktiviert wurde. Wir haben das doch aktiviert. Ach so, ich muss auch das aktivieren. Und siehe da, dann leuchtet es auch. Da ist die Tiefenwaldschanze. Und hier ist Rette Lisbeths Lieferung. Ich würde sagen, wir laufen da jetzt einfach mal hin. So. Da müssen wir wahrscheinlich in diese Richtung weiterlaufen. Es sieht aber ziemlich geil hier aus, ne? Och, da muss ich doch direkt mal wieder reinschauen. Das sieht so geil aus. Entschuldigung, aber das... Sowas gefällt mir. Ey, das ist... Das ist der Knaller. Ich glaube, wir sind zwar hier irgendwie falsch gerade. Wo geht's denn da rein? Oh! Eine Falle. Wie kann ich denn das Feuer da ausstellen? Da unten ist dann Schalter. Ne, komm, wir gehen mal rein. So, wenn da Feuer drin ist, dann muss da nämlich irgendwas Wertvolles drin sein, oder? Wäre zumindest anzunehmen. Naja, so wirklich wertvoll war es jetzt nicht unbedingt. Da ist noch eine Urne. Nochmal Geld, Granatstein. Und hier irgendwelche alten Schriften oder so? Nee. Aber noch eine Urne und ein paar Heiltränke. Ach, jetzt weiß ich auch wieder, was wir tun wollten, nämlich neue Heiltränke kaufen. Aber das machen wir auch noch irgendwann. Aber jetzt nicht. So, sehr schön. Und so waren wir auch nochmal schnell einkaufen und haben uns neue Heiltränke besorgt. Das ist doch geil. Okay. So, ich springe da jetzt aber mal hoch, wenn ich denn da hochkomme. Ach, jetzt hängen wir hier schon wieder. Da sind lauter Feinde. Ich schaue nochmal auf die Karte, wo genau ich hin muss. Das ist Volkskücke. Wir müssen hier weiter nach Süden. Also nach Süden. In diese Richtung. Können wir da irgendwie drüber? Ja, denke ich doch mal, oder? Ja, so. Und da schießen sie auch schon wieder mit Pfeilen auf mich, die Säcke. Aber die können mich jetzt mal an meinem allerwertesten lecken. Denn ich renne einfach hier vorbei. Und irgendwann haue ich die Kollegen da auch nochmal tot. Aber ich will jetzt erstmal zur Tiefenwaldschanze. Interessanter Name, Tiefenwaldschanze.
bin ja mal gespannt, wie das aussieht. Ist da vorne, ist das das vielleicht schon? Da steht zumindest jemand. Ich weiß nicht, der sieht so ein bisschen angespannt aus. Ihr hättet nie herkommen sollen. Ah, du willst mich also töten. Okay. Du dachtest, du hättest was gehört. Ja, ich auch. Und zwar, wie mein Schwert in dein Fleisch eindringt. Das habe ich gehört. Ja. Ihr hättet besser aufpassen sollen. Wer hier vor euch steht. Ihr wisst, ich spiele auch Lucius. Und auch da bringe ich die Leute ganz gewissenlos und brutal um. Das ist hier in Skyrim nicht anders. So, ich weiß, da vorne geht's weiter. Ich will mir aber nochmal die Gegend hier betrachten. Ach, da kommen sie. Was ist denn hier los? Hör auf mit dem bescheuerten Feuer. Die hat da so ein Schild. So, Moment mal hier. Scheiße. Wir haben natürlich keine Heiltränke mehr in der Schnellleiste. Wir können auch nochmal eine Stufe aufsteigen. Super. Wir nehmen einmal Gesundheit. Aber da wollte ich gar nicht hin. Ich wollte... Ach so. Das hat uns jetzt automatisch auch neue Gesundheit gebracht, sehe ich gerade. Ach, wieso habe ich denn jetzt hier den Pfeil ausgerüstet? Ey, leck mich doch am Arsch. Streitkolben von Molag Bal, so geht es doch schon besser. So, der ist hin und da vorne ist noch irgendwo einer. Zumindest dachte ich das eben gerade noch. Wo ist er denn hin? Oder war das eben nur eine Illusion und es war tatsächlich nur ein Gegner? Dieses Spiel wird mir immer unheimlicher. Wie dem auch sei, ich werde es erstmal hier durchsuchen, aber da gibt es nichts Gescheites. Nun gut, Freunde der Nacht. Beziehungsweise, warte mal, da oben müssen wir da vielleicht auch nochmal schauen, ob da nicht nur was Interessantes rumliegt. Ein Seelenstein, den nehmen wir mit. Hexenrabenfedern. Hört sich alles sehr interessant an. Kann man mit Sicherheit auch noch gebrauchen. Nur, ich habe bisher so gut wie nie was gecraftet. Wir haben einmal zusammen beim Schmied ein wenig geübt, das war's. Sonst habe ich noch nie was gebastelt. Ich weiß, wir müssen es eigentlich schon längst mal gemacht haben. Da entgeht uns nämlich eine ganze Menge, wenn wir das nie machen. So, Moment, ich gehe nochmal hier in die Ego-Perspektive. Da liegt nämlich was rum. Ein Eisenhelm, die Axt brauchen wir nicht. Und die Heiltränke haben wir eben gerade eingesteckt. Und dann würde ich sagen, wir gehen einfach mal in diesen Dungeon rein. Und schauen mal, wo wir da rauskommen. So, komm. Komm zum Ende jetzt. Ich finde es immer so ein bisschen trostlos, wenn da keine Bilder zu sehen sind. So wie gerade eben in diesem Fall. So, und da wir jetzt in einem Dungeon sind, wechsle ich wieder in die Ego-Perspektive. Beziehungsweise da liegt was. Eine Urne und 4 Goldstücke. Wir könnten mal eines machen, und zwar abspeichern. Ich habe nämlich diese Autoabspeicherung deaktiviert. Das ging mir nämlich so ein bisschen auf die Nerven. Hat allerdings zur Folge, dass ich immer dran denken muss, manuell abzuspeichern. So, und das sieht doch irgendwie so aus, als würde uns das gleich ärgern wollen. Jetzt habe ich den ganzen Rotz eingesteckt. Was ist, wenn ich da jetzt durchspringe? Okay, jetzt ging's. Okay, wir gehen einfach mal weiter. Oh, da war doch schon wieder irgendwo eine Falle. Wir sind aber zu schnell durch. Und ich will jetzt mal doch meine Streitaxt. Ja, du hast was gehört. So, komm her, mein Freund. Natürlich können wir. So, wo sind denn die Jungs hier? Da schießt doch schon wieder jemand auf mich. Sind das Fallen oder ist das... Nee, das ist so ein Kerl da hinten. Na, komm doch durch, komm doch durch. Trau dich doch. So, ich gehe da jetzt durch. So,
So, ich habe gar keine Ahnung, wo wir überhaupt hin müssen, ob wir hier so richtig sind. Ich laufe da jetzt einfach durch. So, Schloss knacken, Experte, habe ich gelesen. So, das war wohl nichts. Ja, super. Und da gehen sie dahin, unsere Dietriche. Scheiße. Blöd ist, dass wir immer wieder in der Mitte anfangen. Aber es hat geklappt. Wow. Aua. Verdammt nochmal. Diese verdammten Fallen hier, das macht mich wahnsinnig. Da vorne sind zwei Gegner. Ja, komm. Ja, so muss das sein. Giftrezept, kleiner Seelenstein, Wildbret. Und was hat die da? Granatstein, nehmen wir auch mit. Ist das das, wo wir eben gerade unten waren, oder was? Ich weiß es nicht. Komm, ich schaue jetzt mal auf die Karte, das bringt ja gar nichts hier. Wir rennen da alles so sinnlos rum. Da müssen wir hin. Okay. Hallo. Eigentlich fand ich die eben gerade voll süß. Ich wollte sie gar nicht töten. Na gut. Moment. Nee. Ich dachte eben nur, weil der Wert 7 stand. Keine Ahnung. Okay, da brauchen wir, glaube ich, nichts. Wir gehen hier weiter. Tiefenwaldtal. Das hört sich ein bisschen komisch an. Wer weiß, ob ich da wirklich hin muss. Aber wir schauen uns das einfach mal an. Ist ja gar kein Thema. Der Kriegerschein lässt sich die Kampffertigkeiten schneller erlernen. Der war ganz am Anfang. Ich weiß gar nicht, was momentan aktiviert ist. So, und hier sieht es so aus, als wären wir schon wieder draußen irgendwo. Wo wir eigentlich gar nicht hin müssen. Weltkarte? Hm, doch, irgendwie schon. Was ist denn das hier? Das sieht so brutal aus, so merkwürdig. Ihr seht schon, mir stockt momentan der Atem. Aber ich glaube, wir sollten da wieder reingehen, oder? Ich weiß es nicht. Ich hätte nicht so durchlaufen sollen. Denn irgendwie glaube ich, dass wir hier nicht richtig sind. Ich bin mir auch nicht so sicher, ob diese eine Tür, die wir vorhin mit dem Dietrich aufgemacht haben, ob wir da wirklich hätten durchgehen müssen. Kann ich mir eigentlich gar nicht vorstellen, wenn ich ehrlich bin. Aber okay, wir sind ja wieder drin. Ich gehe nochmal zurück. Wir schauen nochmal. Und zwar schaue ich mir nochmal die Karte an. Oder warte mal. Wir müssen doch zum Tiefenwald. Ich frage mich aber, wieso wurde das eben nicht auf der Karte angezeigt? Okay, ich muss leider nochmal zurück. Auf der Karte ist eigentlich ganz klar ersichtlich, dass unsere gesuchten Questziele im Tiefenwald sind. Das heißt, tut mir leid für die Ladezeiten, aber da führt wohl kein Weg vorbei momentan. Komm, mach hinne, Jung. Ein Blick auf die Uhr verrät mir, dass wir nur noch mehr 5 Minuten haben. Oder kaum mehr als 5 Minuten. Zumindest, wenn ich heute nicht länger spiele. So. Ich schaue mir nochmal die Karte an. Ah ja, okay. Dann hätte ich vielleicht einfach mal dahin scrollen sollen. Da vorne sind die. Das ist also der Tiefenwald. Okay. Und schon wieder eine Schneegegend. Aber war ja klar. So, jetzt erstmal schön ins eisige Wasser. Da oben schießt einer mit Pfeilen, das ist ganz toll. Wie kommen wir denn da hin? Was war das? Ja, was war das? Ich bin das. Ich gehe da jetzt hoch und werde euch alle töten.
So. Und da sind noch viel mehr, leider. So, auch der ist hin. Und da ist noch einer. Komm her. Das ist nicht mein Ende. Das ist euer Ende. Und ihr kleinen Ladies. Ihr habt die Wahl. Entweder ihr geht in mein Harem oder ich werde euch vernichten. Ja, und da ist auch gleich der nächste hier. Das tut mir jetzt aber leid. Und ich glaube, es ist so langsam aber sicher Ruhe eingekehrt. Ich weiß, ich müsste es jetzt normalerweise, die ganzen Leichen müsste ich alle durchsuchen. Irgendwie habe ich da gar keinen Bock drauf. Hier ist viel Arbeit immer. Amethyst. Komm, die, was uns auf dem Weg liegen, die werden wir mal durchsuchen. Kleiner Seelenstein, oder? Warte mal. Nee, das ist nur diese abgeschworenen Rüstung hier. Aber hier können wir mal reinschauen in diese Truhe. 5 Dietrische, Zaubertränke, sehr schön. So, wo müssen wir denn jetzt hin? Da unten hin. Ist es da oben irgendwie? Muss man da vielleicht... Kommt man da wieder irgendwo rein? Ich weiß es nicht. Ah, hier geht's hoch. Ihr hättet nie herkommen sollen. Bleibt locker. So. Kann ich nicht. Ja, der ist schon ein bisschen stärker hier, der Kollege. Aber auch er ist umgegangen. Lass dir von Rerek das Kopfgeld geben. Ja, erstmal werde ich dich durchsuchen. Der hat nichts Gescheites, aber vielleicht der hier. Ein Amethyst, ein Dornenherz, 7 Gold und Zwergenkriegsakte, Axt der Blitze. Die nehmen wir mal mit. Ich hoffe, ich kann noch laufen. So, und da haben wir noch eine schicke Truhe. Die Bella-Statue von Lisbeth. Sehr schön. Und damit wäre auch diese Quest wieder beendet. Das ist doch mal eine geile Sache. So, und bevor wir da jetzt wieder zurücklaufen, will ich mir das nochmal betrachten, was es hier noch gibt. Aber hier ist sogar ein neuer Ort. Hexenende. Auch sehr interessant. Gibt es hier vielleicht einen neuen Schrei irgendwo? Hexenende. Ich habe keine Ahnung, wo wir hinkommen. Was das sein soll, Hexenende. Ich weiß es nicht. Aber wir werden es gleich wissen. Und schon wieder ein Ladescreen ohne... Beschreibung. Ist doch irgendwie langweilig. Was soll das? Jetzt habe ich extra schon keine Mods oder sowas installiert, um das Spiel ja nicht zu stören und trotzdem sind da immer irgendwelche Bugs. Oder vielleicht sind es auch gar keine Bugs, vielleicht sind es auch Features, wer weiß das schon. So. Und das ist ein Gegner. Hier drüben, ja. Ich werde euch leider töten müssen. Hexengrabe. Alter Schwede. Wer ist denn Hexengrabe? Komm her, Hexengrabe. Wo ist das denn? Der oder die oder das? Die Hexe ist verschwunden. Ich frage mich nur, wohin? Ist doch alles schon wieder sehr seltsam. Und wieso kommt da unten als Hexe U? Ich habe keine Ahnung, wo sie hin ist. Aber ich würde sagen, an dieser Stelle machen wir mal eine kleine Pause. Und wir schauen uns mal an, was es mit diesem mysteriösen Ort auf sich hat. Und zwar in der nächsten Folge. Also macht's gut, bis dann.